Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir reden heute über das Weekly Update vom 19. Jänner. Es gibt endlich ein paar offizielle Infos, was uns in Destiny im Jahr 2017 noch erwartet. Die meisten unter euch werden die Crimson Days, also die Scharlachdoppel, sicherlich vom letzten Jahr noch kennen und die kommen dieses Jahr nicht mehr zurück. Das war ein kleines Event, was meiner Meinung nach nicht erwähnenswert ist, da es einfach keine neuen Waffen gab, es gab nichts Spezielles. Es ist auf jeden Fall spannend, weil viele im Februar das Scharlachdoppel zurückerwartet haben, aber jetzt ist es offiziell von Bungie angekündigt worden, es kommt dieses Jahr nicht mehr zurück. Letzte Woche hat Yadich, der Community Manager von Bungie, angekündigt, dass ein kleines Team, also das Live-Team, an neuen Content für Destiny arbeitet. Wenn ihr das Live-Team noch nicht kennt, dann solltet ihr jetzt gut aufpassen. Das ist eine kleine Abteilung im Studio von Bungie, das für neue kleinere Erweiterungen zuständig ist. Zum Beispiel haben sie bis jetzt das Festival der Verlorenen und die Scharlachdoppel entwickelt. Und bei der Erweiterung das Erwachen des Eisernen Lords haben sie mitgearbeitet. Auch die Waffenballons im Spiel ist ein Bestandteil ihrer Arbeit. Und über diese wurde im Weekly Update geredet. Deitch, der Community Manager, verratet, dass mit dem nächsten Content auch wieder an der Waffenballons gearbeitet wird. Sie haben der Community zugehört und auch selber bemerkt, dass die Matador zu stark sein soll. Bungie ist es auch bewusst, dass nach jedem Herumschrauben an den Waffen immer eine andere Waffe im Fokus steht. Wir wissen alle, dass es Zeiten gab, wo Scout-Gewehre im PvP dominiert haben, es gab Zeiten, wo Impulsgewehre dominiert haben und anfangs auch Zeiten, wo Automatikgewehre dominiert haben. Ihr Ziel ist es beim nächsten Update, dass es keine Waffenkategorie mehr gibt, die zur ersten Wahl wird. Deitch schreibt, dass die Waffenbalance das große Unbekannte ist und dass sie durch Spieltests und Feedback aus der Community versuchen werden, das Beste daraus zu machen. Außerdem wird ein neuer Livestream angekündigt, der den neuen Content zeigen soll. Sobald es ein Datum und eine Uhrzeit für diesen Livestream gibt, werdet ihr bei mir auf dem Kanal ein Video dazu finden. Das Release-Datum der neuen Spielinhalte soll im Frühling sein. Da kommen wir wieder zu meiner Theorie mit dem April-Update, also ich verlinke das Video jetzt noch einmal, das könnt ihr euch gerne anschauen. So, einen Punkt haben wir noch, den gehen wir noch schnell durch. Bungie hat vor kurzem den Bungie-Beutezugtag eingeführt. Das bedeutet, da gibt es einige YouTuber und einige Streamer, die dann in einer gewissen Zeit PvP spielen. Diese kann man dann besiegen und ein sehr, sehr spezielles und seltenes Emblem verdienen. Wie das genau in Europa funktioniert, das weiß ich leider nicht. Ich werde euch auf den Laufenden halten, sobald ich mehr Infos dazu habe. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Würde mich über einen Like freuen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr weitere Destiny News Videos sehen wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.